وأتيت يا خير الشهور تهدي تراتيل السرور تلقي على قلبي ظلال الطهر تمتد الجسور وأتيت يا خير الشهور تهدي تراتيل السرور تلقي على قلبي ظلال الطهر تمتد الجسور يا سعد قلبي كلما أقبلت ضاعفت الأجور وجمعت بين فضائل نور على في القلب نور Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten. Und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad, wa na'iman la yanfad. ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم آمين. Liebe Geschwister im Islam, nachdem wir größtenteils die Reihe beendet haben über Amrad al-Umma, die Krankheiten der Umma, wird es vielleicht noch einige wenige von diesen Vorträgen geben. Aber wir haben jetzt eine neue Reihe begonnen, liebe Geschwister, über Ar-Raqa'iq, über Herzergreifendes zu reden. Und wie wichtig ist dieses in dieser heutigen Zeit? Eine Zeit der Fitna. Eine Zeit, wo man den Muslimen öffentlich zeigen möchte, dass sie auf der falschen Religion sind. Sie haben sich zusammengetan, wer? Die Feinde Allahs, um den Muslimen Zweifel an ihren Glauben zu bringen. Aber wer wird zweifeln, außer einer, der niemals seine Religion kennengelernt hat. Deswegen ermahnen wir euch von Zeit zu Zeit, und wir werden nicht aufhören damit, liebe Geschwister, lernt eure Religion, versteht eure Religion, denn wenn diese Religion sich einmal in eurem Herzen wahrhaftig einlistet bei Allah, niemand kann diese Religion aus deinem Herzen herausbringen, außer Allah. Außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und daher ist deine größte Wahrhaftigkeit in diesem Leben gegenüber Allah azza wa jalla. Nicht gegenüber den Menschen. Allah dreht die Herzen. Subhanahu wa ta'ala. Daher hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam immer ein Bittgebet gesprochen. Er sagte, ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. O du Wender der Herzen, festige mein Herz in deiner Religion. Ein wichtiges Bittgebet, welches wir niemals auslassen dürfen. Weder am Morgen noch am Abend. Warum? Weil in diesen Zeiten werden viele Herzen gedreht. Herzen, die nicht die Gewissheit, die volle Gewissheit des Islam, des Iman, des Ihsan bergen, so haben viele den Weg verlassen. Manche haben die Religion des Islam verlassen und andere, wal'iyadu billah, haben mit ihren gesamten guten Taten aufgehört. Wir schauen uns erstmal an, ob die Kuffar irgendwann wieder mit uns zufrieden sind, dann werden wir wieder unsere Religion praktizieren. Diese Person ist niemals wahrhaftig gegenüber Allah Azza wa Jal, und er soll die Tage zählen, bis Allah Azza wa Jal ihn vom wahren Weg abirren lässt. Möge Allah Azza wa Jal unsere Herzen festigen. Liebe Geschwister im Islam, ein wichtiges Thema, über das wir heute sprechen. Und ich möchte bitte, dass ihr mir heute nicht nur eure Ohren leiht, vor allen Dingen sollt ihr mir heute eure Herzen leihen. Denn es geht um den letzten Moment in unserem Leben. Im letzten Moment unseres Lebens werden wir einer gewaltigen Fitna unterzogen. Als der Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wasallam krank geworden ist, und wer ist er? Er ist das beste Geschöpf unter der Sonne Allahs. Er sagte, inna lil mauti la sakarat. Wahrlich, der Tod ist voller Qualen. Qualen, Schmerzen, all das wird vor unserem Tod passieren. Inna lil mauti la sakarat. Der Tod ist voller Qualen. Ya akhi al-Karim, wie wirst du von dieser Welt gehen? Hast du dir darüber einmal Gedanken gemacht? Mit welchen Wörtern wirst du von dieser Welt gehen? So sagte der Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah.
derjenige, dessen letzten Worte La ilaha illallah sind, so wird er das Paradies betreten. So wird er das Paradies betreten. Das ist für uns unser wichtigster Moment in diesem Leben. Es reicht nicht aus, dass du das für einen Moment machst. Es reicht nicht aus, dass du 2 Tage deine Religion praktizierst. Oder eine Woche oder einen Monat. Nein, o Diener Allahs, du musst nach der Religion ständig leben, damit Allah Azza wa Jal dir ein gutes Ende gibt. Allahumma rzuqna husna al-khatima. Wenn du nicht danach lebst, so wirst du nicht das gute Ende bekommen. So sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, innama al-a'malu bil-khawatim. Die Taten entsprechen dem Ende. Bedeutet, wie die Gelehrten das erklärt haben, man aasha ala shay'in mata alayh. Derjenige, der für eine Sache lebt, so wird sie ihn am Ende seines Lebens einnehmen. Ich übersetze es dir. Wenn dein Leben die Frauen waren, so wisse, das wird dich zum Schluss einholen. Du wirst sterben für eine Frau. Und die letzten Worte, die du sagen wirst, kurz vor deinem Tod, bevor deine Seele genommen wird, ist der Name dieser Frau, die du begehrt hast in dieser Dunja. Weil du sie mehr geliebt hast als Allah. Es gibt Leute, die bangen darum, jeden Tag einen bestimmten Geldbetrag zu erwirtschaften. Und am Ende des Lebens werden sie an dieses Geld denken und nicht an Allah. Und es wird sie dieses üble Ende einholen. Es gab Leute, sie waren mit Drogen beschäftigt in diesem Leben. Mit Alkohol und normalen Drogen. Das wird auch ihr letzter Moment im Leben sein. Wie viele sind in der Toilette gestorben, mit einer Spritze im Arm? Wie viele sind besoffen gestorben? Diese Taten werden einen einholen. Wann? Am Ende des Lebens. Und dieser letzte Moment ist der wichtigste Moment für uns. Al-Lahadat al-Akhira. Warum? Weil dieser Moment in deinem Leben entscheidet darüber, ob du in das Paradies gehst oder ob du in das Höllenfeuer gehst. Allahumma rzuqna al-Jannah. Höre, was der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, der die Religion am besten verstanden hat, der wusste, welche gewaltige Fittern, welche gewaltige Versuchung auf uns zukommen, er sagte in einer Überlieferung, Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa azabi al-qabri wa fitnati al-mahya wal-mamat wa fitnati masih al-dajjal. O Allah, ich suche Zuflucht bei dir. Vor was? Und wisse, wenn der Gesandte sallallahu alaihi wasallam vor einer Sache Zuflucht gesucht hat, dann ist das wahrlich eine gewaltige Sache, von der er sich weit entfernen wollte, damit er nicht in dessen Fitna hereinfällt. Er sagte, O Allah, schütze mich vor der Strafe in Jahannam und vor der Strafe im Grab. Und welche gewaltigen Strafen sind dieses? Allahumma la tu'adhibna la fi dunya wa la fi al-akhira. Und schütze mich vor der Fitna im Leben, vor der Versuchung im Leben und vor der Versuchung beim Tod und vor Ad-Dajjal. Fitna, gewaltige Fitna. In einer anderen Überlieferung verdeutlicht er uns, was mit dieser Fitna des Todes gemeint ist. Er sagte sallallahu alaihi wa sallam, a'udhu bika an yatakhabbatani ash-shaytan 'inda al-maut. O Allah, ich suche Zuflucht bei dir, dass der Shaytan mich im letzten Moment kurz vor dem Tod überwältigt, die Kontrolle über mich einnimmt und dass er mich auf eine andere Religion sterben lässt, indem er mit mir spielt. Allahumma sallim sallim. Was für eine gewaltige Fitna. Hast du darüber nachgedacht? Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat Schutz vor dieser gewaltigen Fitna gesucht, vor der wir auch alle den Schutz suchen sollten. Allahumma inni a'udhu bika an yatakhabbatani ash-shaytan 'inda al-maut. O Allah, lass den Shaytan mich nicht bei meinem Tod überwältigen, die Kontrolle über mich einnehmen und mit mir spielen, dass ich auf einer anderen Religion sterbe. So haben die Gelehrten dieses Wort erklärt, liebe Geschwister. Subhanallah, ich möchte euch ein deutliches Beispiel dafür geben. So berichtet Al-Qurtubi rahimullah ta'ala
dass in deren Zeit ein Gelehrter gelebt hat. Und als er dabei war zu sterben, so kamen die Leute und haben sich um ihn versammelt. قَدْ اِحْتَضَرَ فَقِيلَ لَهُ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. So erinnerte man ihn zu sagen, sagt La ilaha illallah. Wir haben es gehört, bestens letzten Worte La ilaha illallah sind, der geht in das Paradies. Sie erinnerten ihn, sagt La ilaha illallah. Er sagte La, La, nein, nein. So haben sich die Leute gewundert. Und es heißt in dieser Überlieferung, لَمَّا أَفَاق ذَكَرْنَا لَهُ ذَلِك. Als er aufgestanden ist von diesem schlimmen Zustand, dann haben wir ihm gesagt, wir haben dir La ilaha illallah gesagt. Warum hast du dieses nicht am Ende gesagt? Er sagte, Atani Shaytanan. Zwei Shayatin sind zu mir gekommen. An Yamini wa an Shimali. Eine auf der rechten und eine auf der linken Seite. Faqala ahaduhuma. Und einer der Shayatin sagte zu mir, höre zu, Mut Yahudiyan fa innahu khayrul adyan. Stirb als Jude, denn das ist die beste Religion. Wa qala al-akhar, und der andere sagte, Mut Nasraniyan fa innahu khayrul adyan. So sterbe als nichts anderes, denn als Christ, denn das ist die beste aller Religionen. Fa qultu la, la. So sagte ich, nein, nein. Möchtest du, während du auf diese Art und Weise geprüft wirst, eine andere Religion annehmen? Walayadu billah. Shaitan ist listig. Er kam zu Imam Ahmad, rahmatullah alayh. Wie sein Sohn Abdullah berichtete, sein Sohn sagte, Lamma hadarat abi al-wafatu, jalastu indahu. Als mein Vater dabei war zu sterben, habe ich mich neben ihn gesetzt. Faqala, la ba'd, la ba'd. Jetzt noch nicht, jetzt noch nicht. Faqultu ya abadi, ayu shay'in hadha. Was sagst du da? La ba'd, la ba'd. Noch nicht, noch nicht. So sagte sein Vater Imam Ahmad, rahmatullah alayh. Er sagte, qala li shaytan, ya Ahmad, futtani. O Ahmad, du bist mir entglitten, du bist mir entkommen. Qultu, la ba'd, la ba'd, hatta amut. Ich bin dir noch bei weitem nicht entkommen, bis ich endlich sterbe, dann erst habe ich meine Sicherheit. Shaitan sagte, liebe Geschwister, passt auf. Er sagte, wa'izzatik, zu Allah Azza wa Jal, bei deiner Allmacht. Ja Rabb, oh mein Herr, höre zu. Das sind die Worte von Shaitan. Und sie wurden festgehalten, damit wir lernen, wer Shaitan ist und was er versucht mit uns anzustellen. Shaitan sagte zu Allah Azza wa Jal, La abrahu, ughwi ibadak, ma damat arwahuhum fi ajisadi. Ich werde so lange deine Diener, ja Allah, vom Wege abirren lassen, abbringen, bis ihre Seelen aus dem Körper herausgenommen werden. Bedeutet bis zum Tod. Versteht ihr jetzt, warum Imam Ahmad gesagt hat, noch nicht, noch nicht? Hatta amut, bis ich endgültig sterbe, bis ich endgültig sterbe. Das bedeutet für uns, dass diese Fitna eine gewaltige Fitna ist, liebe Geschwister. Wie hast du dich darauf vorbereitet, meine Frage, von der Mimbar des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam? Wie? Wisse, dass wenn du herumspielst in dieser Dunya und ständig abgelenkt bist, so wirst du auch im letzten Moment leicht abzulenken sein. Shaitan, er wird versuchen, was er versuchen möchte. Allahu Akbar. Welche Fitna möchtest du begegnen am Ende deines Lebens? Er kommt, der Shaitan, und sagt dir, vielleicht, das muss nicht bei jedem sein, wie die Gelehrten sagen, aber manche werden diese gewaltige Fitna unterzogen. Es muss nicht bei jedem sein. Er sagt dir, stirb als Jude, stirb als Christ. Und wenn du das annimmst, höre, was Allah Azza wa Jal Subhanahu sagt. Er sagt, وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرْ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Und derjenige, der dann von seiner Religion abfällt, den Islam fällt, und wie viele
haben ihre Religion schon vor der Prüfung mit Shaitan verlassen. Was wird sie erst bei ihrem Tod einholen? Allahumma thabbitna ala din al-haq. Wer von seiner Religion abkehrt und er stirbt als Kafir, so sind es diejenigen, deren Taten Allah azza wa jal allesamt löschen wird. Das sind die Insassen, die Bewohner des Höllenfeuers, auf ewig darin zu bleiben. Über was rede ich mit dir? Über eine Sache, über die wir einfach hinwegsehen können? Über eine Sache, wo wir unaufmerksam uns verhalten können? Nein, bei Allah, das ist die wichtigste Sache. Dein letzter Moment. Du kannst tun in dieser Dunya, was du willst. Die Frage ist nur, wie verlässt du diese Dunya? Mit La ilaha illallah oder mit etwas anderem? Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Fastaghfiru innahu huwa al-ghafuru rahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Es gab manche Leute, die zum Zeitpunkt ihres Todes ein Lied gesungen haben. Und andere haben nach ihrem Geld gefragt, wo es liegt. Als ob er das Geld mit in sein Grab hereinnimmt und davon profitieren kann. Und wieder andere haben Allah verleugnet und beschimpft und das waren ihre letzten Worte. So berichtet ein gläubiger Bruder aus Mekka: Wallahi, wäre es an einem anderen Ort, so hätte uns dieser Schmerz nicht ganz so stark getroffen. Nein, aber es war in Mekka. Er sagte, dieser gläubige Bruder, eines Tages rief mich das Krankenhaus an. Dein Bruder hat einen sehr schweren Autounfall hinter sich. Komm sofort in das Krankenhaus, damit du ihn betreust. So sagte er, eilte ich in das Krankenhaus. Und dieser Bruder, der den Autounfall hatte, war einer von den vielen Shabab, die wir auch hier in diesem Land sehen. Drogen, Kiffen, Diskothek, schlecht zu den Eltern. Sie kennen Allah nicht. Sie kennen den Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht. Ihnen geht es nur darum, Spaß in ihrem Leben zu haben. Er sagte, ich eilte in das Krankenhaus und ich kam in das Zimmer meines Bruders herein und ich sah, dass die Situation sehr ernst war. Er war überall verkabelt und es sah nicht gut für ihn aus. Er sagte, was soll ich zu so einem Zeitpunkt machen? Ich versuche ihn La ilaha illallah näher zu bringen. So setzte ich mich über ihn und sagte, Ya Achi, Qul La ilaha illallah. Oh mein Bruder, sag La ilaha illallah. Aber er schaute mich nur an. Er reagierte nicht auf mich. Aber ich habe mich davon abgelassen. Vielleicht wird Allah Azza wa Jalla im letzten Moment erinnern, dass er ein Muslim ist. Sag La ilaha illallah, oh Bruder. Er sagte, irgendwann regte er sich dann. Und er schaute mit den Augen gezielt auf meine Brusttasche. Da hatte ich den Mushaf, den Koran drin. So habe ich mich gefreut. Ich dachte, im letzten Moment seines Lebens will er mir sagen, dass er den Koran liebt. Und ich holte den Koran heraus, in der Hoffnung, dass er etwas Gutes sagen wird. Und er nahm den Koran von mir und hielt ihn ganz nah vor seinem Mund und spuckte darauf und sagte, Ana kafir billah. Er sagte, ich verleugne Allah. Ich bin ein Käfer und ist so gestorben. Ja, wo bist du? Hast du keine Angst vor so einem Moment? Er hat für so ein Leben gelebt. Warum sollte Allah Azza wa Jalla ihn befestigen? Warum? Allah Azza wa Jalla sagt, يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ.
وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. Allah Azza wa Jal, er wird die Gläubigen mit der festen Aussage vor ihrem Tod befestigen. Bedeutet, dass diese Person nur mit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah die Welt verlässt. In der Dunya und in der Akhira, wenn er im Grab liegt, so werden ihm die drei Fragen gestellt. Man Rabbuk, ma dinuk, man Nabiyuk, wer ist dein Herr, was ist deine Religion, wer ist dein Prophet? Und wenn er diese beantwortet, und Allah Azza wa Jal wird ihn befestigen, weil er ein Gläubiger ist. Allah sagt, Subhana, er befestigt die Gläubigen in diesem Moment, in diesem Moment der Fitna. Möchtest du nicht die Befestigung von Allah Azza wa Jal? Es kann sein, dass du ein schwaches Wesen bist in dieser Dunya. Dass du von dir denkst, dass du nicht viel Kraft hast. Wie werde ich dieser Fitna standhalten im letzten Zeitpunkt meines Todes? Allah wird dich befestigen, mach dir keine Sorge. Nur mit einer Voraussetzung, du lebst für diesen Weg. Jeden Tag! Und nicht, dass du zu denjenigen gehörst, die einmal Allah anbeten und wieder ein Jahr das Gebet lassen. Diese Leute sind nicht wahrhaftig gegenüber Allah. Allahumma ja'alna min as-sadiqin. Allah will jeden Tag von dir Anstrengungen sehen. So, dass er dich befestigt. Bei Allah möchtest du nicht diese Befestigung. So wisse, o Diener Allahs, und das sind meine letzten Wörter, es ist sehr bedeutend, wie du diese Welt verlässt. So sagte der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam, yub'athu al-abdu ala ma mata alaihi. Der Diener wird so auferstehen, wie er gestorben ist. Es gibt Leute, die sind bei der Hajj, bei der Umrah, sie sagen, labbaik Allahumma labbaik. Allah nimmt so ihre Seele. Es gibt Leute, die sterben im Sujud, während sie Allah Azza wa Jal darum bitten, innigst bitten, dass er ihnen vergibt. Allah nimmt ihre Seelen in diesem Zustand. So werden sie vor Allah in dieser Weise auferstehen. Es gibt Leute, sie machen den Russel oder den Wudu kurz vor ihrem Tod, so wird Allah Azza wa Jal sie sauber zu sich zurückbringen, Subhanahu wa Ta'ala. Wie wird dein Tod sein? Wie wird dein Ende sein? Denn wisse, Shaitan ist erpicht darauf, dich im letzten Moment irre zu gehen, wie es in einigen Überlieferungen heißt, wenn sie auch Schwäche beinhalten, so ist deren Bedeutung richtig. So sagt Shaitan zu seinen Anhängern, Yaqulu Shaitan li A'wani, er sagt zu ihnen, In fatakum al-yawm, lam talhaquhu ba'd al-yawm. Wenn sie euch heute entgleiten, o meine Anhänger, er sagt das zu den Shayatin, geht und flüstert ihn ein, besonders im letzten Moment, wo er kurz vor dem Tod ist. Flüstert ihn ein, bringt ihn dazu, seine Religion zu verlassen, bringt ihn dazu, auf eine andere Religion zu sterben als der Religion des Islam, bringt ihn dazu, mit einer Sünde zu sterben. So sagt dieser Shaitan das zu seinen Anhängern, wenn dieser euch heute entgleitet, dann werdet ihr ihn nie wiederholen können. Er ist euch entwichen, deswegen strengt sich Shaitan. Besonders in diesem letzten Moment an. Möge Allah Azza wa Jal uns alle befestigen. Möge Allah Azza wa Jal unsere Herzen nicht abirren lassen. Möge Allah Azza wa Jal uns auf der Religion des Tawhid, der einzig wahren Religion, sterben lassen. Und möge Allah Subhanahu wa Ta'ala uns und unsere Familien in das Paradies bringen. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alameen. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa qumu ila salakum.